Herzlich willkommen, liebe Freunde, Investoren, Newcomer. Schaut euch an, was wieder passiert. Einige Coins poppen auf. Es gibt ein paar FOD-Informationen, was mich sehr, sehr wundert, wieso einige Stars sich nicht richtig erkundigen, bevor sie irgendetwas promoten. Das werden wir uns auf jeden Fall gleich anschauen. Warum sehr, sehr viele einer der besten Möglichkeiten, um Unmengen an Gelder zu verdienen, verpassen werden und es komplett bereuen werden. Das werde ich euch am Ende des Videos in den Charts noch einmal zeigen. Was machen aber eigentlich die dicken Player zurzeit? Was macht BlackRock? Was macht Fidelity? All diese ganzen Asset Manager, die mit den ETFs zusammenarbeiten. Kaufen sie ein oder verkaufen sie zurzeit? Ich habe euch schon gezeigt gehabt, dass Wallet-Adressen, die über 10.000 Bitcoins besitzen, einen starken Anstieg erlebt haben. Große Wale, also Wallet-Adressen letztendlich, haben akkumuliert. Wir haben so viele Adressen mit über 10.000 Bitcoin, so wie wir es 2018 zuletzt gesehen haben. Aber der Retailer, der hat immer noch Angst. Meine Lieben, verpasst nicht die Chance eures Lebens. Ich zeige euch in diesem Video warum. Darum tauchen wir direkt ein. Bevor wir das aber tun, liked das Video, meine Lieben. Ich möchte, dass wir die 4.000er Marke wieder erreichen. Das wäre natürlich super, wenn wir das hinkriegen würden. Und schreibt Hashtag Bullrun ohne Leerzeile bitte. Viele schreiben immer Hashtag Leerzeile Bullrun. Hashtag Bullrun zusammengeschrieben in der Comment Section mit rein. Probieren wir das mal aus, meine Lieben. In diesem Sinne tauchen wir ein. Und für all diejenigen unter euch, die neu sind und gerne einkaufen möchten, die gehen über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda. Traden hier eh irreguliert und BaFin lizenziert. Mit einer Sicherheit, die ihr auch vom Bankenvertrauen findet, mit über 400 der neuesten und modernsten Kryptowährungen, mit den verschiedensten Angeboten, wie ihr sehen könnt. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, wo ihr 10-mal unser Coaching im Wert von 10.000 Euro gewinnen könnt, dann kommentiert diese Videos und geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda. Ihr habt ja das Drama mitgekriegt, was mit Water passiert ist. Ich habe da mich jetzt nicht zu stark geäußert. Es war schon überall auf Twitter und ich glaube, einige Krypto-YouTuber haben es auch erwähnt gehabt. Aber Messi hat jetzt auf Instagram über 500 Millionen seiner Follower letztendlich diesen Coin gechillt, wie man es so im Crypto-Space sagt. Und wie ihr hier sehen könnt, auch in der Darstellung, wurden schon Insider-Wallets letztendlich, solche Bündel von Insider-Wallets, wo 30% letztendlich von Insidern immer noch besitzt werden. Und das ist relativ gefährlich, muss man an der Stelle sagen. Vor allem der Coin ist, glaube ich, bis zu 90% jetzt schon gefallen und Insider haben noch so ein Cluster von Wallets, was sie besitzen, über 30%. Ich weiß nicht, was diese Stars an Gelder bekommen, um so einen Post einfach mal von sich zu geben, aber es muss sich wahrscheinlich gelohnt haben. Es sieht sehr, sehr stark nach Scam aus. Passt bitte auf. Passt bitte auf, bevor ihr einfach nur wegen einer Information von Messi, den absoluten Krypto-Experten, in sowas hier rein investiert. Quinton präsentiert hier auf Twitter, dass BlackRock 3.320 Bitcoins gestern eingekauft hat. We are back, meine Lieben. Also es scheint so auszusehen, als ob die traditionellen Einkäufer, die jetzt kein Spot-Bitcoin einkaufen, sondern eher die ETFs, das, was wir jetzt im Crypto-Space erleben, als eine gute Buy-the-Dip-Gelegenheit sehen. Und es ist natürlich nicht nur BlackRock, wenn wir uns die weiteren ETFs angucken, von Grayscale, von Fidelity, dann sehen wir, dass alle letztendlich angefangen haben, kollektiv einzukaufen. Invesco und Franklin Templeton sehen wir hier, haben einen kleinen Outflow erlebt. Aber unterm Strich wurden gestern 5.193 Bitcoins eingekauft. Die traditionellen ETF-Einkäufer sind auf jeden Fall wieder zurück, meine Lieben. Weiterhin hat Quint das hier präsentiert, was ich sehr, sehr interessant finde. Das ist der Bitcoin MVRVC Score. Was passiert hier? Es ist der Bitcoin-Wert bzw. Value, den Bitcoin letztendlich hat. Man könnte sagen, die Marktkapitalisierung mit der schwachsinnigen Art und Weise, wie sie berechnet wird, wird hier in Verhältnis gesetzt mit der Realized Market Cap. Man könnte sagen, den realen Wert. Und die Differenz zwischen beiden ist halt diese orange Linie. Und wie wir hier sehen können, sind wir nicht mal in diese roten Bereiche gekommen, wo wir oftmals, wie ihr hier sehen könnt in diesem Verlauf, in einem Bullrun Top in diese Bereiche kommen, in diese roten Bereiche. Und viele behaupten ja und sagen jetzt, ja, wir hätten schon den Top erreicht. Wir sind nicht mal ansatzmäßig, meine Lieben, wir sind nicht mal ansatzmäßig in die Nähe der oberen roten Linie gekommen, wie ihr sehen könnt. Der Bullrun wird
noch einige Gesichter schmelzen lassen, meine Lieben. Und glaubt es mir, wenn Bitcoin erstmal so eine starke Bewegung nach oben machen wird, was glaubt ihr, in welche Richtung die Altcoins dann gehen werden? Erst kommt Bitcoin, dann kommen die Large Cap Coins, dann kommen die Mid Cap Coins und dann kommen die Low Cap Coins. Einer nach dem anderen wird zünden. Bitcoin ist nun mal der Motor. Zurzeit höre ich oft, warum gehst du nicht mehr auf die Altcoins ein? Doch, das tue ich, indem wir uns Bitcoin anschauen. Denn Bitcoin ist der Liquiditätsmotor, meine Lieben. Es macht über 50% der Marktkapitalisierung im Crypto-Space aus. Darum müssen wir uns genau das anschauen, weil das Geld fließt vom Bitcoin in die Altcoins und pumpt die Altcoins nun mal mit. Das ist nun mal ein Fakt. Und ich bitte euch jetzt, diesen Chart hier anzuschauen. Die schwarze Linie in der Mitte, sie repräsentiert einen Bereich von 8,2. Was bedeutet das? Diese 8,2 sind das Verhältnis bei Bitcoin zwischen unrealisierten Gewinnen und unrealisierten Verlusten. Das heißt, die unrealisierten Gewinne sind zurzeit 8,2 mal höher als die unrealisierten Verluste. Es wird uns oft hier versucht zu präsentieren, ja, wir haben wieder einige unrealized losses und all sowas. Nein, meine Lieben, die unrealisierten Gewinne sind 8,2 mal höher als die unrealisierten Verluste. Das heißt, wir sind hier immer noch in einem super Bereich. In der gesamten Historie, wie ihr euch das hier anschauen könnt, gab es das nur 18%. Also im gesamten Bitcoin-Verlauf, in der gesamten Bitcoin-Historie, haben wir uns nur 18% der Zeit in einem Bereich aufgehalten, wo wir 8,2 mal höhere unrealisierte Profite als Verluste hatten. Und das ist, meine Lieben, positiv zu werten, weil oftmals, wie ihr sehen könnt in der Vergangenheit, was heißt oftmals, also immer ist das der Bereich, wo wir uns befinden, wo wir auf dem Weg zum Bullrun Top sind. Und wenn wir uns die Liquidationsbereiche im Wochenchart anschauen, während Bitcoin hier die 57.000er Marke wieder bricht und nach oben geht, sehen wir poppen hier neongelbe Bereiche auf dem Weg zur 60.000 Marke auf und auch etwas darüber. Untenrum wird es immer etwas dünner. Was zeigt uns das? Dass einige Trader immer noch relativ negativ gestimmt sind und den Markt eher shorten, denn das sind hier Short-Liquidationen, die wir hier sehen, und wir immer noch nicht so viel Überzeugung haben, dass die Long-Positionen noch stark aufpoppen. Warten wir das mal ab, ob sich das nicht in naher Zukunft schon ändern wird. Wir schauen uns hier gerade den Total Free Market Cap an, und zwar im Wochenchart. Was ist das genau? Das ist die Marktkapitalisierung ohne Bitcoin und ohne Ethereum, wie wir sehen können auf diesem Chart. Und auch wenn wir hier die Fibonacci EMA Ribbons reinnehmen, dann sehen wir eine interessante Sache, meine Lieben. Wir haben hier einmal eine Stauchung gehabt. Nachdem diese Stauchung gebrochen war und wir nach oben gehen, sehen wir hier die Fibonacci EMA Ribbons gehen immer wieder weiter auseinander. Und wann immer wir diesen Fall hatten, war das letztendlich die Zündschnur, die langsam zu Ende ging, bevor die Explosion startet. Das heißt, die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt ratet mal, was wir gerade gemacht haben. Wir haben hier Januar diesen Jahres exakt die gleiche Stauchung erlebt. Wir haben hier diese Stauchung gehabt und die Fibonacci EMA Ribbons fangen an, immer weiter auseinander zu gehen. Und was sagt uns das? Das sagt uns auf jeden Fall, dass die Zündschnur langsam zu Ende geht. Das hier ist eine der letzten Korrekturen meines Erachtens, die wir hier sehen werden, bevor der Bullrun weiter nach vorne schreitet. Wenn ich die Fibonacci EMA Ribbon hier einmal rausnehme und wenn wir uns den Verlauf hier einmal rauskopieren, dann sehen wir auch, dass wir beinahe exakt das gleiche machen, was wir auch in der Vergangenheit gemacht haben. Schaut euch das mal an. Wir haben auch hier ein Double Bottom gesetzt, genau wie wir hier ein Double Bottom gesetzt haben. Wir sind nach oben gegangen. Ups, oder kleiner Moment. So, wir sind hier nach oben gegangen, haben einen lokalen Top gebildet. Wir sind hier auch nach oben gegangen, haben einen lokalen Top gebildet. Und jetzt ratet mal, was wir danach gemacht haben. Wir sind hier ausgebrochen, runterkorrigiert und haben diesen Top noch einmal angetestet. Wie ich euch schon mal gezeigt habe, was ist passiert? Wir sind hier runter, ausgebrochen. Wir testen den lokalen Top hier jetzt wieder an. Und ratet mal, was danach
folgen wird, meine Lieben. Ratet mal, was danach folgen wird oder höchstwahrscheinlich folgen kann, ist hier die Frage. Und das ist das Spannende meines Erachtens meine ich natürlich, dass wir uns in so einer spannenden Phase befinden und die meisten einfach sagen, oh nein, die Altcoins sind so stark gefallen, ich habe meine Hoffnung verloren. Es passiert genau das, was wir auch in der Vergangenheit gemacht haben. Es ist nichts Außergewöhnliches, es ist was ganz Normales. Bitcoin hat die All-Time-High-Bereiche gebrochen, sieht jetzt eine kleine Korrektur nach unten. Dass die Altcoins dann stärker abschmieren, das ist selbstverständlich, das war schon immer so. Bitcoin macht einen Pups von Korrektur, Altcoins sacken ein, als ob die Apokalypse über uns gekommen wäre. Das ist immer so gewesen bis jetzt und trotzdem kriegen einige Panik. Es ist für mich immer wieder verblüffend, wie die Psyche des Menschen funktioniert, wie sie lieber Emotionen als rationales Denken zulassen. Aber ja, viele, viele werden das bereuen, weil ich immer mehr höre, dass sehr, sehr viele Minus verkaufen, auch aus Krypto rausgehen. Es ist einfach schade und das sind meistens diejenigen, die finanziell nicht gebildet sind und die diese Gains am meisten verdient hätten eigentlich. Aber ja, so ist das nun mal. Wir müssen natürlich stark sein, wir müssen intelligent agieren und werden die Lorbeeren dann irgendwann im Top einheimsen. In diesem Sinne wünsche ich allen erstmal einen angenehmen Tag, meine Lieben. Wir sehen uns heute Abend beim Livestream und Crypto Heroes out.